Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Mining Simulator 2. Aber diesmal versuche ich mal etwas sehr Schwieriges. Und zwar, ich will schauen, wie schnell schaffe ich es, Mining Simulator durchzuspielen. Aber als Pets darf ich nur Hunde verwenden. Das heißt, wenn wir hier hingehen, ich werde das komplett alleine durchspielen. Ich darf nur solche Pets hier spielen, die auch Dog, Doggo oder Doggy im Namen haben. Und da ich mir jetzt am Anfang noch gar nichts leisten kann, ist das Erste, was ich machen muss, hier reinhüpfen und losgraben. Dann gucken wir mal, wie lange das dauern wird. Also buddeln wir uns runter. Oh Gott, das dauert jetzt schon so lange, die einfachen Blöcke abzubauen. Und mein Rucksack ist schon voll. Okay. Okay, ich habe 5 dafür bekommen, für einen vollen Rucksack. Und ich muss 55 zusammenfarmen für mein erstes Eck. Und wenn ich Pech habe, kommt da nicht mein Hund raus. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber wir ziehen das durch, Leute. Wir ziehen das durch. Ich werde der größte Mining-Simulator-Spieler aller Zeiten werden. Und das nur mit Hunden. Jeder fängt mal klein an. Natürlich dürfen wir auch keine Robux verwenden, sondern hier, das muss jetzt ehrlich durchgespielt werden. Ich will gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Ich realisiere gerade, wie hart diese Challenge wird, aber na gut. Und wieder verkaufen gehen. So, ich habe jetzt schon 20. Wie viel kostet mich ein besserer Rucksack? Rucksäcke kosten 15, hole ich mir. Kaufen, meins. Danke. Okay, das wird noch eine Weile dauern, bis ich es in die erste Ebene schaffe. Aber wenn ich da... Augenblick. Easy. Erste Ebene freigeschaltet. Münzkiste öffnen. Ich brauche mindestens 100 Blöcke. Und hier gibt es nur Steine. Ich gehe wieder hoch. Ich habe es verstanden. Ich muss erstmal hier abbauen. So, dann nochmal verkaufen. Und dann gucken wir auch gleich, wie viel kostet mich die nächste Spitzhacke, damit ich schneller abbauen kann. 35, dann spare ich als erstes auf die nächste Spitzhacke, bevor ich mir einen Hund hole, weil das wäre richtiger Bra-Moment, wenn ich jetzt 55 Coins zusammenfarme und dann ziehe ich da keinen Hund aus dem Ei, sondern was Besseres. Das wäre dann so verschwendetes Geld und verschwendete Zeit. Deswegen hole ich mir erstmal eine Spitzhacke, da habe ich wenigstens was von. Und dafür muss ich noch einen Rucksack voll machen. Und auf geht's, holen wir uns eine neue Spitzhacke. Meine. Okay, doppelte Kraft. So. Und wann kriege ich meinen ersten Erfolg? Bei 500 Blöcken. Okay, das kann ja noch ein bisschen dauern. Aber wir werden das hinkriegen. Wir werden das hinkriegen. Alles, was ich schaffen muss, sind 1 Million Blöcke. Wenn ich diese 1 Million Blöcke habe, dann wird es richtig schnell gehen. Weil dann können wir auf diese ganzen Eventsachen zurückgreifen. Und die werden mich so nach vorne boosten. Sofern ich natürlich einen Dog ziehe. Aber das kriege ich hier. Rucksack voll. Es geht jetzt ein bisschen schneller, den Rucksack voll zu machen. Und seht ihr das hier oben, Leute? Testboss Boss hat schon 80 Blöcke. Das heißt, wenn ich noch 2 Rucksäcke voll mache, dann kann ich da unten die Münzenkiste öffnen. Weil dann habe ich meine 100 Blöcke. Das heißt, noch den Rucksack hier voll. Verkaufen. Hallo, please. Und jetzt noch ein weiterer Rucksack voll. Und dann sind wir reich. Keine Ahnung, wie viele Münzen da rauskommen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja jetzt gar keine Multiplier. Ich habe keine Pets. Ich habe nichts Krasses. Bin ich gespannt, was die erste Kiste bringt. Aber die wird sich sicher lohnen, weil die Kisten lohnen sich immer. So, jetzt haben wir 50 Cash. Haben 100 Blöcke. Ich gehe hin und öffne die Münzkiste für 5000 Coins. Alles klar, auf zur Oberfläche. Jetzt holen wir uns erstmal einen Hund. Ich könnte mir auch gleich ein besser... Ist hier ein Hund drin? Da muss ich kurz mal mit Conny nachgucken. Hier nicht und hier auch nicht. Okay, ich muss das Eck öffnen. Ich muss das Eck öffnen und Hunde ziehen. Ah, kein Häschen. Bitte gib mir keine Häschen, ich will einen Hund. Nein, ich will nicht Rare. Ich kann den nicht benutzen. Bitte gib mir einfach nur einen Hund. Ich will was Schlechtes. Nein, bitte. Oh Gott sei Dank habe ich jetzt so viele Coins, aber ich will die nicht alle verschwenden. Ich will mir dafür gleich noch eine bessere Spitzhacke holen. Ich habe alles aus dem Eck gezogen, außer den Hund. Hündchen. Okay, wir haben hier unseren ersten Doggy. Den rüsten wir aus. Wie viel kann ich insgesamt ausrüsten? 3. Das heißt, ich will noch 2 weitere Doggies haben. Oh nee. Nee, ich will kein Bär. Ja, noch ein Hündchen. Sehr gut. Und jetzt nur noch einen dritten Hund, bitte. Gönn mir einen Hund. Bären zählen nicht. Ja! Mein drittes Hündchen. Perfekt. So, dann kann ich den ausrüsten. Den auch ausrüsten. Wie viel Bonus? Die bringen mir alle jeweils +1 Bonus. Okay. Ist egal. Ich habe nämlich jetzt auch den Index voll. Das heißt, hier kann ich erstmal absammeln. Krieg 8500 Münzen dafür, dass ich das Ei hier voll habe. Gehe dann mal auf Werkzeuge und hole mir direkt eine gute Spitzhacke für 10.000. Das lohnt sich richtig. Okay. Das bringt mir natürlich jetzt nichts mit meinem kleinen Rucksack, also brauche ich auch einen besseren Rucksack. Und da hole ich mir den besten, den ich mir leisten kann und das ist halt aktuell der hier mit 300. Und jetzt kann ich sehr viel tiefer gehen. So, und ich würde sagen, ich springe direkt in das Loch rein, das hier jemand anderes für mich gebuddelt hat. Und dann direkt ein bisschen tiefer. Und dann direkt hier ein bisschen tiefer, um die nächsten Ebenen freizuschalten. Huch, oh, wir sind doch nicht zur nächsten Ebene gekommen. Okay, dann muss ich jetzt weitergraben. Erstmal die Erze abbauen, die bringen nämlich was. Oh, ich komme so gut runter. Oh ja, genau so muss das sein. Das schmeckt. Und dann gucken wir mal, wie viel mir das jetzt bringt. Die Hunde geben mir halt leider noch keinen Verkaufsbonus. Aber die Erze, die bringen mir auf jeden Fall mehr Geld. Das ist geil. Endlich ein paar Erze. Ein bisschen Silber. Buddeln wir uns noch weiter runter. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht auf die zweite Ebene. Nehmen. Mein Rucksack ist voll, aber ich gehe jetzt auf Verkaufen. Ich habe 1855 und kriege jetzt 1291. Okay, damit kann ich leben.
Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen mich nach unten buddel, vielleicht finde ich ein tieferes Loch. Ich glaube, das ist das hier ist das tiefste Loch, das ich finden kann. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, nee, das ist das gleiche. Lol. Als ob das so tief ist. Ich hole mir trotzdem die Erze, weil dann kann ich mir gleich einen besseren Rucksack kaufen und komme dann noch tiefer damit. Und ich habe den Erfolg Bergbau-Rookie. Okay, ich gehe jetzt in das Loch hier rein, weil hier hat jemand ein tieferes Loch gemacht. Perfekt. Okay, jetzt muss ich hier nur noch rausfinden. Bauen wir das kurz ab. So. Und hier in der Arktik gibt's doch bestimmte Kiste. Nee, es gibt hier nur Eggs. Das ist Arktik-Egg. Naja, egal. Ich gehe auf Verkaufen. Nee, vorher baue ich hier noch ein bisschen Gold ab. So, bis ich voll bin. Ich hole mir jetzt die Erze, die ich hier am Rand noch finde. Und dann kaufe ich mir gleich am Shop ein paar bessere Sachen. Perfekt. Sehr gut. Oh ja, Smaragd. Nein, sag mir nicht, ich komme da nicht an. Gib mir den Smaragd. Okay, ich muss mich hier hochbuddeln. So, und das da aus dem Weg. Und jetzt kann ich ihn abbauen. Jetzt kann ich den Smaragd abbauen. Ja. Ich kann auch richtig viel abbauen. Die nehmen voll wenig Platz ein, die ganzen Blöcke. Es sind ja auch alles Erze. Macht Sinn. Die nehmen alle nur einen Platz ein, während die Blöcke hier 35 Platz einnehmen. Die Erze lohnen sich so sehr zu farmen. Also farme ich die jetzt auch alle. Das ist jetzt alles meine Erze. Aber es ist nicht schön, mal so die Mining Simulator Experience zu haben, ohne sich alles mit Robux zu kaufen. Ich habe aber beim ersten Mal Mining Simulator direkt mich reingepayt mit den Robux, die ich habe. Ist normalerweise gar nicht mein Stil. Deswegen spiele ich das Spiel jetzt mal so, wie man es normalerweise spielen würde. Ich bin jetzt schon voll, okay. Dann gehe ich auf Verkaufen und habe jetzt 7000. Na, ich will aber noch die anderen Erze hier mitnehmen. Das muss schon sein. Okay, das reicht dann auch. Ich gehe wieder auf Verkaufen, habe jetzt 8700. Gehe zum Shop und würde sagen, bessere Spitzhacke oder Rucksack? Erstmal Rucksack, oder? Oh, die Rucksäcke, die es hier gibt, die kann ich mir alle gar nicht leisten. Okay, was gibt's für Werkzeug? Kann ich mir auch nicht leisten. Okay, vergiss es. Die Eier kann ich mir auch nicht leisten. Ich gehe wieder hoch. Oder ich gehe runter, einfach nur, um die nächste Ebene freizuschalten. Einfach gucken. Ja, ich muss hier ins Loch rein. Hier so. Und nächste Ebene. Und es geht noch weiter runter. Es ist praktisch, wenn man erstmal alle Ebenen hat. Ich bin gespannt, ob ich die Sachen aus den Kisten überhaupt mitnehmen darf. Aber ich bin gleich in der letzten Ebene angekommen. Und perfekt. Da sind wir. Kristallhöhle. So, und die Juwelenkiste. 150.000 Blöcke brauche ich für die. Okay. Ich gucke jetzt mal alle Kisten. Weil wenn ich auch nur eine dieser Kisten mitnehmen kann, zum Beispiel hier Gloomy Bass, brauche ich 5000 Blöcke, okay. Ich habe aktuell 700. Das könnte noch ein bisschen dauern, na gut. Aber mit meinen 8000 Cash Money kann ich mir doch jetzt bestimmt... Hey, hier gibt es halt keine Hunde in den Eiern, ne? Hier gibt es überall keine Hunde in diesen Eiern. Das nächste Ei, was aussieht wie ein Hund, ist das hier für 225.000 Coins. Oh Gott, da muss ich mich hinarbeiten. Na gut, Challenge ist Challenge. Dann gucken wir mal in den Shop. Entschuldigen Sie bitte. Ah, hier. Das ist die beste Schaufel, die ich kriegen kann hier. Okay, dann hole ich mir immerhin einen besseren Rucksack. Muss ich jetzt wieder farmen. Zurück in die Kohlemine. Zurück in die gefrorenen Tiefen. Ah, und Leute, wenn ihr keine Lust habt, die ganze Zeit hier Linksklick gedrückt zu halten, geht natürlich nur für einen PC, dann drückt Escape. Lasst los, drückt nochmal Escape und dann müsst ihr nicht mehr gedrückt halten. Dann hält er die ganze Zeit für euch weiter gedrückt. Sehr praktisch. Jetzt kann ich mich hier einfach umsehen und halt die Erze mitnehmen, die ich so begegne. Und ich merke gerade, ich bin gleich wieder voll. Diese Blöcke, die nehmen so viel Platz ein. Nein, ich will wenigstens noch ein paar Erze. Aber dafür, dass sie halt so viel Platz einnehmen, kriege ich auch schnell Blöcke dazu. Und das ist ja auch das, was ich möchte. Ich will ja viele Blöcke farmen, damit ich weiterkomme. Ab 1 Million Blöcke, da habe ich praktisch gewonnen. Da sind wir durch. Das werden wir auch sehen, warum. Ihr werdet sehen, warum. Oh, hier hat jemand Gold liegen lassen. Okay, ich dachte gerade, das Spiel stürzt ab. Es war nur kurz eingefroren. Gold. Gold, mein Gold. Ah, alles meins. Ah, ich glaube, ich werde jetzt kein neues Erz finden, bis ich meinen Rucksack... Doch, Gold, 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 Gold. Bis mein Rucksack wieder voll ist, wollte ich gerade sagen. Jetzt ist er voll. Einmal Gold noch gefunden. Sehr gut. Ja, und ich glaube, das erfahre das... Erspare ich euch auch. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich den nächsten Step gemacht habe. Okay, Leute, seht ihr diese Höhle hier? Die habe ich gerade mit meinen Hunden zusammen leergeräumt. 88 Erze haben wir rausgeholt. Und ja, jetzt geht's weiter. Wo ist denn das Loch, wo ich reingekommen bin? Ja, hier. Oh, nein! Oh, geil, nächste Höhle. Ja, dann werden wir hier... Nein! Ich wollte gerade hier weiter das Gold... Oh, okay, na gut. Dann gucken wir mal. 89 Erze bringen mir 12.000 Cash Money. Okay, damit kann ich auf jeden Fall leben. Davon kann ich mir auf jeden Fall genieren. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, jetzt aktiv einmal hier durchzufarmen. Und guckt euch diese... Guckt euch die Pets an. Naja. Naja, wir warten hier einfach, bis die Mine fertig ist. Okay, es geht weiter. Dann buddeln wir uns nach unten. Ui, wie schnell geht denn das mit der Schaufel? Das merke ich jetzt erst. Das ist ja geil. Nein, ich habe Kohle übersehen. Kohle, Kohle, Kohle. Und noch ein paar Knochen. Und auch Kupfer. Noch mehr Kupfer. Und Kohle, Kohle, Kohle. War da Kupfer? Nee, das war mein Hund. Meine Hunde sehen aus wie Kupfer. Hört auf. Meine Hunde wollen mich verarschen. Die wollen mich pranken. Ja, wir müssen jetzt nochmal zwei Ebenen uns nach unten graben, weil wenn wir diese zwei Ebenen nach unten gegraben sind, dann kann ich mir da hoffentlich direkt wieder eine bessere Spitzhacke, Schaufel oder was auch immer kaufen. Danach einen besseren Rucksack. Dann können wir tiefer kommen. Wir haben dann hoffentlich irgendwann genug Blöcke für die nächste Kiste. Wie viel brauchte ich nochmal? 250.000? 25.000? Wie viel habe ich? Ich habe 2.000.
Blöcke, okay. Ein bisschen brauche ich noch. Na, jetzt kommen die Blöcke, die schwerer abzubauen sind. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen langsamer, aber erste Ebene. Gehen wir direkt auf Verkaufen. Münzkiste kann ich direkt wieder abholen. Geil! Okay. Und ich glaube, ich springe einfach mal in das Loch von dem Dude hier, aber ich hole mir ein bisschen was mit. Ich hole, was ich kriegen kann. Ja, komm, jetzt springen wir runter. Hui! Oh. Höhle. Silber. Meins. Gold! Gold! Ich werde so reich sein, weil ich weiß halt wirklich nicht, wie viel Cash Money ich brauche. Deswegen am besten so viel mitnehmen, wie es geht. Sonst bin ich am Ende traurig, weil ich nicht genug habe. Noch mehr Gold. Und jetzt habe ich den Trakt nach unten schon wieder verpasst. Aber, oh yeah, Kiste. Oh, ich bin jetzt auch endlich auf einer Stufe, wo mir die Kisten richtig was bringen. Ich meine, mit meinem Main-Account, da denke ich mir so, Kiste, ja, kann man mal einsammeln, aber bringt mir eigentlich gar nichts. Aber die sind geil jetzt. Dann machen wir die Höhle hier noch leer. Im Blick, hier muss ich kurz auf was raufspringen und dann kann ich den auch abbauen. Und damit ist die Höhle leer. Weiter nach unten. Ach, ich habe doch noch alles freigeschaltet, weil ich nicht gerebirthed habe. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, wenn es zusammenstürzt, zählt das nicht. Lol. Ja, natürlich zählt das noch. Man wechselt ja auch Server. Daran habe ich gar nicht gedacht. Brauche ich mich jetzt gar nicht so weit nach unten graben. Dann grabe ich mich jetzt einfach nur so weit, bis mein Rucksack voll ist. Ärzte nehme ich natürlich immer mit. Für viel Cash Money. Und mein Rucksack ist voll. Verkaufen. So. 40.000 habe ich jetzt. Ich gehe zur Oberfläche zurück. Ich gehe einmal Gloomy Besen, weil ich nochmal gucken will, wie viel die Kiste kostet. Und 5.000 Blöcke. Oh, das habe ich doch bald. Hier, ich habe 3.500 Blöcke. Wenn ich meinen Rucksack ein bisschen größer mache, dann kriege ich das richtig schnell zusammen. Geil. Dann gehen wir jetzt in Frozen Depths zum Shop. Oh, der nächste Rucksack, den kann ich mir gar nicht leisten. Aber das nächste Werkzeug kann ich mir leisten. Auch nur das eine nächste Werkzeug. Hol ich mir. Muss ich auch. Ja, und dann wird jetzt gebuddelt. Ja, es dauert immer noch lang, die Erze hier abzubauen. Aber die Erze lohnen sich auch, die man hier kriegt. Die Bäume hier sind auch nervig. Wenn man einfach nichts abgebaut kriegt, wenn die im Weg stehen. Wie viel kostet mich so ein Ei? 55.000. Und da ist nicht mal ein Hund drin. Hier wäre ein Hund drin für 225.000. Na gut, auch nach unten. Wobei, bevor ich auf nach unten gehe, gehe ich einmal auf Verkaufen, damit ich länger unten bleiben kann. Und ich glaube, ich springe runter, drück nach vorne, damit ich vielleicht in der Höhle... Nein, die Höhle wollte ich rein. Okay. Ah, jetzt bin ich in sowas hier gelandet und nicht in der Höhle. Schade. Ah, das... Oh, da ist eine Höhle. Stimmt, den Glitch gibt's ja auch noch. Dann graben wir uns gleich zu einer Höhle. Ich habe zwar keinen Teleport-Game Pass, aber durch die Wände gucken kann man ja immer noch. Ah, oh, das dauert aber auch richtig lange hier, das Eis abzubauen. Ich bin viel zu tief für meine Spitzhacke. Eigentlich müsste ich weiter oben farmen. Na gut, werde ich dann noch machen. Sobald mein Rucksack voll ist, gehe ich wieder nach oben, weil... Hallo? Vielleicht, wenn ich so mache? Der gräbt einfach nicht richtig ab. Ich glaube, das liegt daran, dass ich Roblox über diesen Windows-Client spiele. Das ist richtig verbuggt immer. Dadurch brauche ich ja jetzt noch länger. Und ich schaff's nicht mal zur Höhle. Wow. Okay, verkaufen. Dann gehen wir nochmal zur Oberfläche. Ich brauche unten die 50.000, richtig? Wenn ich mir jetzt hier was aus dem Shop gekauft habe, kann ich jetzt auch hier die besseren Spitzhacken kriegen? Nö. Okay. Aber Erfolge habe ich doch schon. Hier, beanspruchen. Dafür, ja, kriege ich einen Skin. Da kommt safe nichts raus. Aber wir probieren es. Wir versuchen es. Ich gehe auf die Items. Einfache Kiste. Und vielleicht kriege ich hier das. 1%ige Chance. Vielleicht hätte ich die. Vielleicht. Guck mal nach. Das wäre auf jeden Fall sehr episch, wenn ich das schaffen würde. Aber daraus wird mal wieder nichts. Na gut. Och nee. Nicht mal ozeanischen Grün, sondern... Ah. Ja, das bringt mir halt nichts, das auszurüsten. Ich rüste es trotzdem aus, weil ich habe einen Skin. So, jetzt sehe ich hübsch aus. Nächster Erfolg bei 5.000 Blöcken. Oh, das ist gut. Ich habe ja fast 5.000 Blöcke. Dann kann ich diese Kiste wiederholen. Oh yeah. So, wir gehen zum Hidden Treasure. Und von dort aus werde ich weitergraben. Weil dafür ist meine Spitzhacke gut genug. Erstmal hier alles abgrasen, was ich abgrasen kann. Leider bringen die Erze halt nicht so viel Geld, aber dafür kann ich sie schneller abbauen. Und ist ja auch gut. Sondern einmal verkaufen, gucken, wie viel es mir bringt. 911. Egal, wir graben uns runter. Vielleicht, ja, ich farm einfach die Blöcke. Ich farm einfach die Blöcke. Wenn ich genug Blöcke habe, kann ich die Kiste öffnen, dann kriege ich wieder viel Cash. Dann kann ich mir neue Sachen holen. Aber ich brauche eigentlich eine noch bessere Spitzhacke, weil die Spitzhacke, die bringt mir irgendwie nicht so viel. Na doch, ich hole mir einen besseren Rucksack erstmal. Weil dann kann ich auch auf der Ebene hier länger farmen. Dann bringt mir eine Rucksackladung mehr. Und wenn ich länger gefarmt habe, bringt mir nicht nur eine Rucksackladung mehr, sondern ich kriege auch mehr Blöcke pro Rucksackladung, weil macht das Sinn, passen ja mehr Blöcke rein. Und mit mehr Blöcken mache ich schneller Fortschritte. Also Rucksack ist eigentlich extrem wichtig. Und das Spiel ist wieder eingefroren. Dankeschön, Windows Client. So, verkaufen. 1800, okay. Und, ah, ich muss noch einen Rucksack voll machen. Und dann haben wir das. Und nein, ich wollte nicht ins Loch springen. Ja, komm, gehen wir hier weiter. Ein voller Rucksack und dann können wir die nächste Kiste öffnen bei Gloomy Besen. Und dafür können wir uns hier erstmal ein bisschen Kupfer, ein paar Knochen und ein bisschen Kupfer und ein paar Knochen und ein bisschen Kupfer. Und noch ein bisschen Kupfer. Und Eisen. Nee, Silber. Besser als Eisen. Und Kupfer. Kupfer. Und voll. Okay, verkaufen. So, und jetzt gehen wir direkt zur Oberfläche. Gehen dann wieder direkt zu Gloomy Besen. Und Megatruhe. 70.000. Okay, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Und das Eck kostet hier einfach 1,5 Millionen. Na, vielleicht die Erze. Das dauert so lange, so ein Saphir abzubauen. Ich krieg 900 dafür. Ist eigentlich voll geil. Komm, ich hol mir die Saphire. So, dann nochmal zur Oberfläche. Zu Frozen Depths. Und zum Shop. Gib mir einen besseren Rucksack. Den nächsten kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir aber den hier holen. Der hat 3800 Blöcke Lagerung. Das ist gut. Weil die nächste Kiste wird mich wahrscheinlich wieder entsprechend viel kosten. Ich gehe mal zur Oberfläche. Wir gucken einfach nach. Wie viele Blöcke brauche ich für die nächste Kiste? Oh, die ist erst in der Underworld. Okay. Und ich brauche 20.000. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Vor allem, weil jetzt 3000 in meinen Rucksack packen. Oh, ich brauche ein besser... Ich wollte gerade sagen...
Ich habe voll die Idee. Ich gehe jetzt einfach runter, hol mir die krassen Erze von ganz unten. Aber nein, ich brauche ja bessere Spitzhacken dafür. Ah, auch für Diamanten? Ja. Na gut. Die haben schon dafür gesorgt, dass man hier nicht so schnell skippen kann. Frechen. Was? Ich guck mal, ob es sich lohnt, sich jetzt hier einfach straight nach unten zu bauen. Wie schnell ich Blöcke dadurch bekomme und wie viel Cash ich dann dafür bekomme. Wir probieren es einfach mal aus. Einfach gerade nach unten bauen, die Erze ignorieren. Aber schon blöd, warum sind die Erze mal neben mir, aber nie bei mir? Ich kann sie nicht ignorieren, es tut mir leid. Es muss sein. Ah, jetzt war einer direkt bei mir. Okay, ich ignoriere die Erze fast. Ist auch viel effektiver, wenn ich das so mache. Und dann direkt weiter. Und jetzt sind wir schon bei den Blöcken, die meinen Rucksack schneller voll machen. Und hier ist einfach so ein Riesentrakt von dem mal anderen jetzt. Und ich bin auf den Entschluss gekommen, ja, ich brauche eine bessere Spitzhacke. Warte mal, warum habe ich eigentlich noch 40.000? Hä, Leute, seit wann habe ich hier 40.000? Habe ich nicht eben alle meine Coins ausgegeben? Was habe ich gemacht? Leute, war das ein Glitch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, warum ich 40.000 habe. Ich habe den Rucksack auf jeden Fall. Der war aber auch ein bisschen teurer als 40.000. Ich würde sagen, das ist ein Zeichen, dass ich mir die nächste Spitzhacke dann holen soll, sobald mein Rucksack voll ist. Oh, schaffe ich es noch in der nächsten Ebene oder wird mein Rucksack vorher voll sein? Ich weiß es nicht. Ja doch, das schaffe ich noch. Denn ich bin ein Gewinner. Aber ich brauche wirklich eine bessere Spitzhacke, damit ich die Blöcke weiter unten abbauen kann. Weil sonst schaffe ich das doch nicht so schnell hier, alles mit nur Dogs durchzuspielen. Ah, jetzt komme ich schon in die Eisblöcke. Okay, nächste Area erreicht. Und da sind wir. Weitergraben. Ah, seht ihr, und hier dauert das jetzt wieder so lange. Aber Smaragde, Und die Blöcke sind scheinbar doch alle nur eins wert. Aber mal 35, egal. Ich gehe mal auf Verkaufen und kriege 9.000. Die nächste Spitzhacke kostet mich 85.000. Ah, das sind auch Explosionen dann. Das sind C4 mit 140 Kraft. Aber auch nur zwei Explosionsgrößen. Ja, dann müssen wir wohl durch. Und damit ist mein Rucksack wieder voll. So, verkaufen 6.000 nur. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich muss wirklich aktiv in Höhlen reingehen und dort nach Erzen graben. Aber ich habe doch jetzt bestimmt hier schon... Please. Ja, den nächsten Erfolg. Das ist ein Glücksboost. Der Glücksboost bringt mir gar nichts drin. Aber drei Kisten. Und die drei Kisten, die kann ich jetzt mal öffnen. Vielleicht kriege ich diesen Regenbogenkristalle-Skin. Und ich hoffe, dass der Regenbogenkristalle-Skin mir auch irgendeinen Bonus bringt. Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen traurig. Kosmisch. Ich will nicht immer Herzen. Herzen ist der schlechteste Skin, den es gibt. Bitte. 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 Hä? Hey, ein roter Donut. Der ist ein bisschen dunkler als normal. Und... Nein. Na ja, nein. Ozeanisch ist der zweitschlechteste Skin im Spiel. Ich rüste Donut aus, weil der ist rot. Die sind halt wirklich nur Skins, die bringen einem keinen Vorteil. Ah komm, das kann man sich geben. Der ist eigentlich ganz hübsch. Und ich kann mir halt keine besseren Pets holen, weil das alles keine Dogs sind. Ich könnte das Ei jetzt einmal öffnen und da wäre kein Dog drin und dann könnte ich das Pet nicht benutzen. Ich meine vielleicht, nee, das ist ein Elefant, das ist safe ein Löwe. Und hier, ich hab keine Ahnung. Ich meine vielleicht ist das ein breiter Doggy. Ich kann es einmal versuchen. Please, sag, dass das ein Doggy ist. Ein Eichhörnchen. Ach, vergiss es. Irgendwann später. Ich gehe zum Shop, dann auf die Werkzeuge und gönn mir jetzt endlich das C4. Ich hätte so gern diesen Bohrer. Aber das... So lange will ich jetzt nicht farmen. So, ich hole mir das C4 und wenn ich das hier jetzt hinwerfe, funktioniert das? Wehe nicht. Gott sei Dank, es funktioniert. Gott schütze Amerika. Meine Spitzhacke taugt zu nichts. Ich brauche das. Ach ja, so lässt sich leben. Ganz einfach hier stehen und alles in die Luft jagen. Na, hier oben haben wir ein paar Erze übersehen. Und ich nehme damit auf jeden Fall mehr Erze mit, als wenn ich mich straight nach unten buddel. Also sollte mir ein voller Rucksack jetzt auch ein bisschen mehr Cash bringen. Hoffe ich zumindest. Und ich krieg den Rucksack auch schneller voll so. Also in der Hinsicht lohnt sich das schon. Leute, könnt ihr fassen, dass ich hier jetzt schon eine Stunde lang aufnehme? Und ich habe gerade mal 11.000... Nee, ich habe gerade mal 30.000 Blöcke. Warte mal, 30.000? Ich brauchte doch nur 25.000 für Gloomy Besen, oder? Nee, für die nächste Kiste. Oder wie viel braucht ihr? Wir gucken gleich mal nach. Ich hole auf jeden Fall noch die ganzen Erze mit. Es gibt hier so viele Erze, das ist unfassbar. Ich kann nicht mehr aufhören. Dann auf jeden Fall noch das Gold hier mitnehmen. Und mein Rucksack ist voll. So, verkaufen und 19.000. Oh ja, das lohnt sich so sehr. Ich krieg das Doppelte für einen vollen Rucksack. Also wir gehen jetzt zur Oberfläche und dann gehen wir zur Underworld. Wie viel kostet mich? Ich konnte abholen 600.000. Oh mein Gott. Halleluja. Als erstes neue Ausrüstung. Als erstes hier. Geht das? Kann ich die Diamanten so abfarmen? Nee, schade, leider nicht. Dafür brauche ich den Bohrer. Augenblick. Ich gehe mal zum Molten Core und gucke, ob ich mir hier was Geiles holen kann. 4 Millionen! Ja. Ich gehe nochmal... Ich gehe doch nicht zum Molten Core. Ich habe es mir anders überlegt. Wisst ihr, eigentlich fand ich den Shop hier in den Frozen Devs... Fand ich immer viel besser. Den Verkäufer finde ich viel sympathischer und so. 200.000. 650. Ich spare auf die 650.000 für den Superbohrer. Das mache ich. Sobald ich Erze sehe, wird mein C4 raufgeschmissen. Und da unten sehe ich Erze.
Das hier sind übrigens die Gänge, die ich gegraben habe, um das Geld eben zu farmen. Jetzt einfach gönnen. Alter, diese ganzen Erze. Die habe ich alle vorhin nicht mitgenommen, weil es sonst noch länger gedauert hätte. Aber, na gut, ich hätte dafür auch mehr Geld bekommen. Aber dafür hole ich sie jetzt mit. Ah, geil. Stellt euch vor, ich könnte vor diesen Explosionen sterben. Das wäre auch ein RIP-Moment. Kriege ich mein C4 nach da oben? Nein, ich bin reingefallen. Oh. Ja, na gut. Vergiss es. Die Höhle hier ist auch so geil. Hier gibt es so viele Erze. Ich habe noch nie so viele Erze auf einem Fleck gesehen. Oh, Rubine. Geile. Und eine Kiste. Geile. Wie viel brauchte ich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 650.000. Die kriege ich zusammen. Die kriege ich hin. Ich wünschte, ich hätte einen Teleporter. Dann könnte ich mich direkt wieder in diese Höhle hier teleportieren. Weil das ist ja so eine Geldgrube hier. Hier noch mehr? Einfach geil. Und da ist mein Rucksack gleich voll. Ich werde die Höhle nie wiederfinden. Und er ist voll. Na gut, verkaufen. Jetzt haben wir 650. Hier in den Shop. Und ich hole mir den Superbohrer. Jetzt gucken wir mal, wie gut ich mit dem abbauen kann. Superbohrer. Ah, ich will schon da. Ich will schon die da haben. Es geht auf jeden Fall schneller. Oh ja, oh ja. Ich würde euch gerne mal den Vergleich zu vorher zeigen, aber ich habe ja das andere Ding jetzt nicht mehr. Aber geil. Geil. Einfach Gönnung. Geil. Damit kriege ich meinen Rucksack so viel schneller wieder voll. Aber jetzt, wenn ich hier wieder in der Höhle gelandet bin. Ey, du da. Das ist meine Höhle. Nee, das sind alles meine. Nein, das sind meine. So, so viel abgraben, wie es geht, bevor er hier meine Erze wegklaut. Wer kann ich behaupten, er war hier zuerst, weil ich war hier vorhin schon. Gut, er ist weg. Einfach mit C4 und mit dem Bohrer hier die ganze Zeit durchlaufen. So ist das Leben. Da hinten, die nehme ich alle mit. Währenddessen grabe ich hier mit dem Bohrer noch gezielt. Zusammengebrochen! Nein! Okay, na gut. Damit muss ich wohl leben. Habe ich einen neuen Erfolg? Nee, 50.000 Blöcke. So, was bietet mir der Shop denn? Auf jeden Fall keine besseren Rucksäcke. Keine besseren Werkzeuge. Es sei denn, ich hatte die Robux dafür, aber... Naja, ich bin mit Testboss Boss angelockt. Kann ich mir nicht leisten. Ich überlege gerade, wie viele Hündchen bräuchte ich, um den Shiny zu machen. Nee, dafür bräuchte ich ja auch noch 5.000 von den Dingern. Nee, kriege ich nicht hin. Aber das Ding ist doch zusammengebrochen. Das heißt, ich kann doch jetzt wieder die Kisten abgrasen, oder? War das nur Zufall? Ich kann's wieder. Ja, Mann. Oh, wir müssen das Ding ja öfter in die Luft jagen. In die Luft jagen. Los, zurück zur Oberfläche. Und dann zur nächsten Kiste. Oh, nee, doch nicht. Oh, die brauchen noch 2 Stunden. Okay, Crystal Cavern. Wie viel... Also die bringen mir ja sowieso nur Gems, ne? Und ich brauche 150.000 Blöcke. Und habe gerade 43.000 Blöcke. Kann ich hier durch? Ah, das dauert noch zu lange. Kann ich immerhin diese Erze abbauen? Nee, kann ich nicht. Wollte ich auch gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Molten Core gehe, hier kann ich doch jetzt bestimmt Diamanten abbauen. Oh yeah, das heißt, ich kann auch mit dem C4 die Diamanten abbauen. Weil die haben ja nur eine Stärke. Ja! Oh mein Gott, ich kann die OP-Farm-Technik machen. Das einzige Problem ist, ich habe halt keinen Teleporter. Oh ne, mit dem geht's noch nicht. Es gibt das ja nur mit Diamanten. Aber egal. Wenn ich jetzt meine Diamanten hier einsammle, dann bam, 15.000. Das lohnt sich. Aber es, ich muss halt Diamanten dafür finden. So, nochmal 2 Diamanten abgebaut und 7.000. Ich gehe mal einen höher zu Gloomy Basin. Weil hier kann ich safe alles abbauen. Mit ein bisschen Glück kann mein C4 auch die Blöcke abholen. Nee, aber die Erze, perfekt. Kann man sich so gönnen. Na, hier hat sich jemand runtergebuddelt. Wie lange brauche ich zum Runterbuddeln? Ah, es dauert. Ich mache das einfach. Wir sehen uns wieder, wenn ich weiter bin. Und zum 100. Mal verkaufen. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt die letzte halbe Stunde so gemacht habe. Und zwar das hier. Ich habe mich hier einfach gerade runtergegraben. Sehr oft. Und sehr viel. So, ich habe jetzt 192.000. Ich habe inzwischen schon wieder vergessen, was ich alles brauche. Ich weiß, ich würde gerne dieses Eck hier öffnen, weil da ist ein Hund drin. Aber stellt euch vor, ich ziehe dann hier den Fuchs oder was es ist. Oder den Bären. Ich gehe auf jeden Fall erstmal zur Oberfläche. Ich habe jetzt schon 100.000 Blöcke, also sollte ich doch auch einen neuen Erfolg bekommen. Jo, 50.000 Blöcke Erfolg. Da sind exotische Kisten bei. Und sag mir jetzt bitte, dass ich durch die exotischen Kisten auch einen exotischen Skin ziehe, der mir irgendeinen Boost bringt. Irgendwas. Bitte. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Blumig. Das ist der schlechteste, den man aus den exotischen Kisten bekommen kann. Weiter geht's. Und Comic. Nee, noch nicht mal Comic. Ja, tropisch bin ich nicht so ein Fan von. Comic wäre wenigstens ganz lustig. Aber komm, gib mir was Legendäres. Ich krieg wieder Blumig, oder? Immerhin Zebra. Langweilig, aber immerhin nicht Comic. Na gut. Ich rüste jetzt tropisch aus, aber es bringt mir immer noch keinen Bonus. Kann ich denn mit den Gems, die ich habe, jetzt irgendwas anfangen? Ich glaube nicht. Aber 1 Million Blöcke, ich komme auf jeden Fall näher. Gehen wir nochmal zu den Frozen Depths und zum Shop und ich hole mir jetzt einen größeren Rucksack, damit ich nicht mehr so schnell voll bin. Oh, das ist der nächste, den ich mir holen kann. Und der kostet schon 450.000. Oh. Ja gut, ich hole mir den Rucksack. Und wieder runter ins Loch. Diesmal aber mit Erze mitnehmen. Stimmt, ich könnte ja, wenn ich hier im Loch bin und Erze finde, wenigstens den hier machen. Bringt das was nicht sowas? Nee, das bringt nichts. Schade. Leider hat er nur 2 Reichweite. Naja. Und ich bin in der Höhle. Die wird jetzt wieder leergeräumt. Nein! Ich bin abgestürzt. Na gut, weiter geht's.
Weiter nach unten. Oh, Rubin, sehr schön. Oh, ich wünschte, ich hätte Pets. Aber ich habe halt immer noch hier diesen blöden Hunde. Übrigens, was mir vorhin aufgefallen ist, als ich AFK noch gefarmt habe, ich hatte scheinbar noch das Eichhörnchen, das ich vorhin gehatcht habe, ausgerüstet. Dann habe ich das gelöscht. Das war aber nur ganz kurz, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange, wahrscheinlich seitdem ich gehatcht... Seitdem ich es gehatcht habe. Ich weiß nicht, ob es auto-equipped wurde. Aber das war ja sowieso nicht so gut. War ja auch nur ein schlechtes Eichhörnchen. Das hat mir jetzt keinen Bonus verschafft. Deswegen werde ich jetzt auch keine Eier mehr öffnen, wenn ich drin keine Hunde finde. Weil sonst passiert das vielleicht nochmal. Verkaufen. Und dann ab in die nächste Runde. Nein! Das passiert mir immer wieder. Ah, komm, ich gehe einfach weiter runter. Oh, die nächste Höhle. Wie schön. Mit Rubinen. Ist leider nur eine kleine Höhle, aber dafür mit guten Erzen. Oh, da oben ist ein Gang. Ich glaube... Oh ja, ich wäre fast in ein Loch getreten. Ich mache mal mein eigenes Loch hier weiter. Ah, die Blöcke werden dunkel. Ich bin auch gar nicht so tief. Ich bin gerade mal auf 579. Ist das denn normal? Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal davon aus, dass die Erze hier dann auch besser werden, wenn ich dann mal wieder eine Höhle finde. Hoffentlich. Rucksack voll. Na gut. Kaufen. Nur 31.000. Wo kommt diese Höhle her? Habe ich die vorhin freigesprengt? Lol. Habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe hier vorhin C4 hingeworfen. Das C4, das zerstörte nur Erze und keine Blöcke. Also, na gut, dann gönne ich mir halt. Ich meine, wenn ich Glück habe, finde ich hier auch wieder eine Kiste, die mich ordentlich nach vorne boostet. Ja! Bitte, bitte, bitte. Nein! Oh ja! Ah, 1700. Ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo es mir nicht mehr so viel bringt. Aber eben diese Achterbahn der Gefühle. Ja! Nein! Ja! Aber ja doch, hier ist schon Gönnung in der Höhle. Ich merke gerade doch, mein C4 macht hier Blöcke kaputt, habe ich nicht gewusst. Oh yeah. Und? Na gut. Werden wir gleich öffnen. Ich meine, vielleicht haben wir ja irgendwann Glück. Oh, so viel Gold. So, die Höhle ist jetzt leer. Oh, direkt geht's weiter mit einer neuen Höhle. Man hat die erste Höhle fertig, fällt ein Loch, dann kommt die nächste Höhle voller Erze. Ich meine, guckt euch das an. Alles meins. Alles meins. Oh, so viel. Aber wenn mein Rucksack dann voll ist, dann wird er mir richtig Kohle bringen. Da bin ich dann gespannt, wie viel ich kriege. Nein, warum ist das runtergefallen? Okay, scheinbar kann ich mein C4 nicht bis nach da oben werfen. Nein, die Mine ist eingestürzt. Ich hatte so viel Glück. Ah, aber okay, mein Rucksack war auch fast voll. Wir gehen jetzt mal auf Verkaufen. Und ich kriege ein Lag und kriege dann... 90.000. Wäre der Rucksack voll gewesen, hätte ich bestimmt die 100.000 bekommen. Naja, na vielleicht noch nicht. Vielleicht habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich bin jetzt bei 240.000. Soll ich das Risiko eingehen und jetzt wirklich alles, was ich habe, auf eine Karte setzen, damit ich hier einen Hund ziehe? Ich weiß nicht, ob ich soll, aber ich mache es jetzt einfach. Bitte, gib mir einen Hund. Bitte. Ja! Oh mein Gott! Ich habe einen Ice Doggy. Oh, der gibt mir so viel Boost. Ich kann jetzt 2,8 mal so schnell abbauen. Wie geil. Okay. Der kommt weg. Der wird ausgerüstet. Geil. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Hidden Treasure. Weil der ist safe wieder frei. Ja, ist er. Dann gehe ich wieder zur Oberfläche und gehe jetzt zu Gloomy Besen. Und da muss ich noch 1,5 Stunden warten. Okay. Wie schnell kann ich das Ding jetzt abbauen? Dauert immer noch eine Weile. Aber ich kann dafür diesen hier machen. Haha. Ich weiß nicht, ob es sich lohnen würde, hier jetzt runter zu graben in Gloomy Besen. Ich glaube noch nicht. Aber halt kurz vor Gloomy Besen. Ich müsste mich eigentlich von hier aus hochgraben. Ich baue mir jetzt eine Treppe. Oh Gott, diese Blöcke, die nehmen auch so viel Platz ein. Aber jetzt kommen schon die leichter abzubauenden Blöcke. Perfekt. Treppe ist gebaut. Jetzt können wir uns nach oben graben. Eine richtige Minecraft-Experience. Aber hier immer schön die Köpfe frei halten. Man will sich ja nicht stoßen auf seiner Treppe. Rucksack ist voll. Na gut, verkaufen. So, dann wieder die Treppe hoch. Hopp, 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 hopp. Wenn ich das vorstelle, diese Treppe hat meinen Rucksack voll gemacht. Aber gleich nicht mehr. Ich buddel mich hier jetzt hoch, bis ich die nächste Höhle finde. Ah, jetzt geht's richtig schnell. Guckt euch das an. Oh yeah. Und stellt euch mal vor, wie langsam ich die Blöcke da unten abgebaut hätte, ohne das Pad. Jetzt müssen wir nur eine Höhle finden. Und dafür stelle ich mich hier rein und mache so. Und dann sehen wir, die nächste Höhle ist da vorne. Okay, da gehen wir hin. Meine Höhle. Oh, bitte. Rubin nehme ich immer mit, weil der ist teuer. Oh, Saphir ist noch teurer. Gut zu wissen. Und wir sind da. Okay, ist jetzt nicht so eine Riesenhöhle, aber es ist meine Höhle. Wir öffnen einfach ein C4 hin, nehmen das dann mit. 59.000 Münzen waren in der Kiste. Ja. Oh Gott, wie viel wären dann in der Kiste gewesen, die ich vorhin nicht mitnehmen konnte, weil ich in ein Loch gefallen bin? Jetzt ist die Höhle eingestürzt, das heißt, die Kiste ist weg. Da wollte ich ja hingucken, nachdem ich verkauft hätte. Naja. So, wo ist die nächste Höhle? Hier, direkt unter mir ist die nächste Höhle. Und direkt unter mir ist auch ein Rubin hier. Ah, einfach X-Ray-Glitch ausnutzen. Verkaufen, na gut, ich verkaufe. Bisschen verkaufen, 160.000, jetzt lohnt sich das richtig. Okay, was kosten mich die Sachen denn hier im Shop? 750.000 für eine Nuke. Die hat dann 360 Stärke und 3 Größe. Das ist auf jeden Fall besser. Oder auf jeden Fall stärker als mein aktueller Bohrer. Und ich brauche den Jackhammer eigentlich. Okay, und Rucksäcke sagen, der nächste kostet 450.000. Aber der hat dann 17.000 Lagerung. Okay, dann spare ich auf die 450.000. Das ist ja mein nächstes Goal. Das ist dann auch erreichbar. Oh, ich bin jetzt hier oben. Und hier ist wieder so eine Höhle direkt am Rand. Was ist denn das für ein Zufall? Oh ne, hier hat sich jemand selbst so eine Höhle gebastelt. Verstehe. Ich spring mal in sein Loch. So, hier können wir buddeln. Hier lässt sich das Leben genießen.
Was ist das denn hier? Lol. Das hat safe keiner gebuddelt, weil hier ist ja kein Eingang zu. Das heißt, die Höhle ist einfach so entstanden. Vielleicht haben wir jetzt einen richtig wilden Seed einfach. Bevor ich verkaufen muss, auf jeden Fall die Kiste mitnehmen. Und, ja gut, da ist eine einfache Kiste drin. Einfache Kisten. Aber lol, wie der Gang hier entstanden ist. Man, schaut euch das an. Ist einfach so ein Gang. Natürlich entstanden. Jetzt schreiben bestimmt wieder alle in die Kommentare. Das habe ich schon 100 Mal gesehen. Schön, aber ich nicht. Die Leute lassen mir nie meinen Spaß. Und ich muss verkaufen. Schade. Gerade wieder Erze gefunden. Aber ich habe jetzt 766.000 dadurch bekommen. Oh mein Gott. Digga, dann vergesst den Rucksack. Ich hole mir jetzt den Nuke. Nice. So, und wenn ich jetzt hier einen Nuke hinwerfe, ihn einfach mal auf den Boden fallen lasse. Um. Digga. Jetzt kann ich mir gönnen. Ah, oh, das ist schön. Die Nuke, die muss dann aber hier an die Wand ran. Die Nuke muss hier ins Loch rein. So geil. Und mit der Nuke kriege ich ganz schnell die 450.000 zusammen, die ich brauche, um dann den nächsten Rucksack zu holen. Oh ja, jetzt ging es wieder so gut voran. Das ging auch nur, weil ich mir diese Kiste geholt habe, sonst hätte ich jetzt nicht genug für die Nuke gehabt. Einfach nur, weil ich diese Kiste zufällig in der Höhle gefunden habe. Oh, Höhlenkisten sind so geil. Rucksack voll verkaufen und ich kriege 205.000. Und ich habe nur dieses Loch hier gemacht, nur das Löchlein hier. Ein bisschen auf Erze werfen. Und auf den nächsten Erze werfen. Und da sind die nächsten Erze freigesprengt. Ah, es ist so geil. Hier sind auch so viele Erze. Das lohnt sich so hier. Und dann gucken wir mal, ob den Nuke auch in Gloomy Basin was taugt. Weil wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist ein Nuke. Ich muss Gloomy Basin zerstören können. Und der Rucksack ist voll. Ich gehe wieder auf Verkaufen. Kriege jetzt 203.000 dazu. Gehe zum Shop. Und gönn mir einen neuen Rucksack. Geil. Auf zur Oberfläche. Ich habe jetzt übrigens schon 169.000 Blöcke. Und ich denke, mit der Nuke werde ich jetzt mehr schaffen. Ich gehe jetzt zu Gloomy Basin. Hier muss ich leider noch warten. Und wir schmeißen die Nuke jetzt hier hin. Und bitte mach ein Loch. Bitte mach ein Loch. Es macht ein Loch. Oh mein Gott. Jetzt bin ich reich. Jetzt muss ich einfach nur mit der Nuke stehen und mich nach unten buddeln. Und dann bin ich reich. Es wäre natürlich geil, wenn ich mehr Erze finden würde, aber trotzdem. Guckt euch das an, wie schnell mein Inventar voll wird. Ich brauche eigentlich noch einen besseren Rucksack. So, ich gehe wieder verkaufen. Und krieg jetzt 264.000 dazu. Und ich habe ja nicht mal Erze gefunden. Also ein paar Erze schon. Aber nicht so viele. Oh, Diamanten. Geil. Dankeschön. Noch die Saphire von dort. Mmh, ist das geil. Und ich bin voll. Geh jetzt auf Verkaufen und kriege 424.000. Ich habe jetzt 800.000. Ich gehe jetzt nochmal zum Shop und gucke, ob ich mir was Geiles davon leisten kann. Und der Shop sagt... 1,5 Millionen brauche ich für den Presslufthammer. Aber vorher gönnen wir uns hier einfach ein paar neue Doggies. Toll, ich kann es mir ja jetzt leisten. Kein Eiskätzchen. Die muss ich auch gleich direkt löschen, bevor die wieder ausgerüstet sind. Nein, kein Schneehörnchen. Okay, letzter Versuch. Und bitte ein Dog. Oh, nee. Jetzt habe ich unnötig Geld verschwendet. Na gut. So, nochmal hier auf Löschen. Schade. Was ist, wenn ich zum Molten Core gehe? Den Diamanten kriege ich, aber kriege ich auch die Blöcke hier? Nee, hier kriege ich nur die Diamanten. Aber naja, auch gut genug, ne? Ich meine, hier sind ja gerade ein paar zu finden. Also nehme ich auch die mit, die ich finden kann. Na gut, den kriege ich nicht mehr. Verkaufen für 393.000. Dankeschön. Digga, Diamanten lohnen sich so sehr. Und der Shop hier sagt was? 4 Millionen für so einen Flammenwerfer. Okay. Ah nein, ich bin in ein Loch gefallen. Irgendwer baut hier ziemlich langsam ab. Und sein Homie steht neben ihm. Ah, jetzt bauen die schneller ab. Okay. Was haben die ein Loch gemacht? In meinem Loch. Das war mein Loch. Aber das ist so eine Gönnung. Oh, da ist ein Diamant. Der wird sich gegönnt. Und bam. Und der Rucksack ist voll. Schade, gerade wo ich wieder Erze gefunden habe. Aber ich habe jetzt 1,1 Millionen. Also jetzt noch ein bis zweimal hier unten rein. Und dann kann man sich wieder gönnen. Ja, wo sind die Erze, die ich vorhin gefunden habe? Das ist ja wieder... Nein, ich bin schon wieder reingefallen. Ah, nee, das sind... Hier sind sie. Okay, ich musste ja sogar reinfallen. Stimmt. Einfach Mehl. Aber Mehl scheint auch wertvoll zu sein. Das nehme ich mit. Und verkaufen. 500.000! Oh mein Gott, Mehl ist so wertvoll. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, zur Oberfläche. Zu den Frozen Depths. Und wir holen uns den Jackhammer. So, jetzt haben wir einen Presslufthammer. Mit dem gehe ich jetzt nicht zu Gloomy Basin, sondern mit dem gehe ich jetzt zum Molten Core. Jetzt ist die Nuke natürlich jetzt nicht mehr so viel wert, aber... Okay, es dauert doch noch eine Weile. Aber ich kann jetzt den hier abbauen, oder? Ja, ich kann jetzt Meretril abbauen. Das hat 10.000 wert. Und wenn ich Meretril abbauen kann, heißt das, ich kann es auch nuken. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach hier hin, wo ein bisschen Meretril an der Wand ist. Und gönn mir das einfach. Oh, ich habe gehofft, ich krieg beide. Na gut. Einfach ein bisschen Gönnung. So, und jetzt gehen wir wieder verkaufen und 800.000. Ja, kann man so machen. Wie viel hat mich der Flammenwerfer nochmal gekostet? Weil den wollte ich jetzt haben. 4 Millionen. Okay, wir sparen jetzt die 4 Millionen zusammen. Das machen wir. Easy. Ich gehe noch einmal... Nee, ich mache so wie vorhin. Ich baue mir eine Treppe nach oben. Wie beim letzten Mal. Das dauert aber auch schon. Und oh, mein Inventar ist dann auch ziemlich schnell voll. Na gut, ich baue mir keine Treppe nach oben, das dauert zu lange. Aber ich kriege für so einen Block auch schon 9.000, oh mein Gott. Aber wenn ich jetzt hier Gloomy Basin gehe und einfach mal runterspringe in das Loch von den Ombres,
Ja, bau gerne ab. Ich klaue dir das jetzt. Das ist jetzt meins. Bam. Oh mein Gott. Ich muss jetzt wieder verkaufen. Nein, ich will nicht verkaufen. Muss wieder rein da in das Loch. Lass mich rein. Warte, der hat sich nicht wirklich tiefer gesprengt. Nein, hat er nicht, Ehre. Dann sind das jetzt meine Erze. Dann sind das auch meine Erze. Oh, ich werde so reich. Aber einmal hier abbauen. Guck mal, wie schnell mein Inventar voll ist. Ich mache jetzt eine Explosion und haben 3000 dazu bekommen. Noch eine Nuke und die nächsten 3000 Blöcke und ich muss wieder verkaufen. Aber ich kriege auch so viel Cash. Oh mein Gott. Und dann schnell wieder runter und dann schnell wieder gönnen. Zum Beispiel hier. Ich baue wirklich einen besseren Rucksack, wenn ich sowas habe und hier dann auch Konkurrenz ist. Okay, jetzt muss ich schnell sein. Ich werfe den Nuke hier hin und nehme die Kiste mit. Und mein Rucksack ist voll. Okay, noch einmal runter. Einmal noch. Das ist gerade so eine Goldgrube. Hui. Na, noch einen. So, jetzt schnell durch. Er darf nicht wissen, dass das da die Höhle ist, wo ich war. Tja, nein, ich bin in ein Loch gefallen. Nein, der andere Typ ist jetzt auch hier. Na egal, komm. 200.000 kriege ich locker zusammen. Oh, ich bin schon voll. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann gehen wir zur Oberfläche, gehen zu Molten Core und gönnen uns einfach fett einen Flammenwerfer. So, und jetzt zeig mir, was du kannst, Flammenwerfer. Selbst der braucht noch so lange hierfür. Oh Gott. Aber wenn ich mich hier hochbuddel mit dem Flammenwerfer, dann wird es bestimmt gehen. Ey, wer buddelt unter mir weg? Na gut, Leute. Ich hole mir einen besseren Rucksack. Weil durch die normalen Blöcke, guck mal, wie schnell mein Inventar voll wird. Das ist einfach die Mining Simulator Experience. Nur mit Hunden. Aber komm, jetzt komme ich zu den Blöcken, die besser gehen, oder? Ja, ich merk's doch schon. Jetzt geht's schneller. Habe ich gerade Internetprobleme? Ich kann den Stein hier nicht mehr abbauen. Ich glaube, der Server schmiert ab. Ja, ich glaube, der Server hier schmiert ab. Oh nein. Okay, ich... Nein! Jetzt ist mein Fortschritt weg. Ich hoffe nicht zu viel. Das ist immer das Schlimmste, was in dem Spiel passiert. Bitte, bitte lass nicht zu viel Fortschritt weg sein. Bitte, hab vorher noch gespeichert. Ich hasse es, wenn Leute den Server abstürzen lassen. Aber ich weiß ganz genau, dass da gleich ein Fehler kommt. Aber eigentlich kommt man ja rein und wird dann rausgekickt. Ich komme gerade gar nicht mehr rein. Ist Roblox down? Okay, Roblox ist nicht down. Dann gehe ich halt nochmal rein. Okay, ich bin dabei. Und ich habe 2 Millionen und ich habe keinen Flammenwerfer. Ich habe keinen Flammenwerfer. Auch Leute. Der ganze Spaß, den ich in der Höhle hatte, er ist weg. Er ist, als ob er nicht geschehen wäre. Ach, Mensch. Münzkiste. Immerhin ist die immer auf meiner Seite. Man kann es auch alle 15 Minuten machen. Das muss ich mir mal merken, weil ich spiele hier jetzt schon seit 2,5 Stunden. Ich hätte die viel öfter einsammeln können. Ja, wir fangen wieder von vorne an. Oh, eine Höhle. Einfach so freigesprengt. Okay, alles wieder tipptopp. Auch so eine Riesenhöhle. Also doch nicht. Die ist einfach nur nicht gerendert. Aber trotzdem. 46.000. Ja, Mann. Ist nicht ganz das gleiche wie vorhin, aber... Ein bisschen. Es ist ein bisschen das gleiche wie vorhin. Na gut, wir werden jetzt Dinge auch anders machen, Leute. Ich werde mir jetzt zuerst einen Rucksack kaufen. Einfach mal gucken, was die Höhle hier noch zu bieten hat. Ich meine, die sieht ziemlich groß aus. Oh, und da hinten ist eine gute Kiste. Bitte lass da Coins drin sein. Die war gar nicht so gut, wie ich dachte. Die ist besser. Dann nehme ich halt mehr davon. Nein, ich will jetzt nicht. Oh, na gut, verkaufen. Aber als ob ich hier einfach direkt so eine Höhle freigesprengt habe und so eine riesige. Mit so vielen Schätzen. Ich habe jetzt schon 4 Millionen, aber ich will nicht aufhören. Ich hole mir auf jeden Fall den Diamonds da hinten. Und das Mehl gönne ich mir auch, weil Mehl ist krass. Auch wenn ich nicht weiß, was es sein soll. Weil Mehl ist offensichtlich eine falsche Übersetzung, aber ich weiß nicht, was es sein könnte. Okay, ich gehe jetzt auf Verkaufen. Kriege wieder 400.000 dazu. Zur Oberfläche. Dann zum Molten Core. Mit 4,6 Millionen kann ich mir doch safe ein besseren Rucksack holen. 2 Millionen. 8,5 Millionen. Aber da sind dann 100.000 Platz drin. Das ist der Rucksack, den ich brauche. Das ist der, den ich brauche. Ich spare jetzt auf den. Direkt wieder rein ins Loch und weitermachen. Mann, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist alles voll. Oh Gott. Oh ja, nehme ich. 72.000. Die war doch besser. Oh, zweimal Mehl. Geile. Noch mehr Mehl. Oh mein Gott. Und Diamant. Ah, ja, geil. Wie lange brauche ich eigentlich Mehl abzubauen? Geil. Okay, ich laufe jetzt nur noch zu den wertvollen Erzen. Sonst ist mein Rucksack immer so schnell voll. Seht ihr? Ich hab's gecallt. Na gut, ich geb's zu. Ich hab's ja auch gesehen. Ich hab das ja schon im Auge. Wieder rein in das Loch hier, weil hier sind seltenere Erze zu finden. Oh Gott sei Dank sind hier so riesige Höhlen. Das macht alles wieder gut. Vor allem, weil ich die jetzt für mich allein habe. Oh, da sind Diamonds und so an der Decke. Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht. Schade. Oh, ist das schön, so ein riesen Höhlensystem zu finden. Das macht doch Spaß an dem Spiel. So, Stinknormalfarm ist langweilig, aber das macht Spaß. Und vor allem, wenn man dann so Erze wegsprengt und dann sind auf einmal Diamonds befreit worden. Und voll verkaufen. Und noch zweimal gut oder dreimal schlecht verkaufen. Verkaufen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wo ist denn das Loch? Hier. Wisst ihr, Leute, da wo ich herkomme, dann nennt man das hier einfach Gönnung. Schreibt mal in die Kommentare, wie nennt ihr das, wo ihr herkommt? Und direkt Diamanten freigesprengt, das ist so geil. Es ist so geil. Ah, ich hätte jetzt gern weitergemacht, aber naja. So, jetzt noch ein letztes Mal verkaufen, dann haben wir genug für den fetten Rucksack. Das ist dann der letzte Rucksack, den ich brauche, um es richtig nach vorne gehen zu lassen. Einfach hier rein ins Loch und die Erze, da hole ich mir. Oh, ich habe daneben geworfen. Schade. Na gut, dann nicht. Und Rucksack ist voll. Verkaufen an die Oberfläche. Dann rüber zum Molten Core. Dann zum Händler. Dann der Rucksack. 8,5 Millionen. Okay, Entschuldigung. Das habe ich vergessen.
Da kann man sich auch mal vertun. Komm, dann werfen wir einmal hier eine New... Oh, die ist nicht hängen geblieben. Dann nochmal. Tun wir das jetzt hier zusammen. Sehr gut. Dann noch einmal hier hinwerfen. Und dann nochmal hier hinwerfen. Verkaufen. 500.000. Es lohnt sich eigentlich. Eigentlich lohnt es sich. Aber warum bin ich da hingegangen? Bin ich dumm? Ich wollte in den Shop gehen und nicht... Naja, ist ja auch egal. Rucksäcke. 8,5 Millionen kaufen. Eigentlich lohnt es sich, auch wenn man nicht wirklich vorankommt, mich jetzt hier hinzustellen. Und komm, ich spring mal in das Loch rein. Ich guck mal, ob sich das da unten immer noch lohnt. Aber ich glaube, aus dem Loch komme ich nicht mehr raus. Naja, dann muss ich mir das Loch freisprengen. Ah ne, hier lohnt sich das nicht mehr. Ich merke es gerade. Weil hier kriege ich nicht genug abgebaut in der Zeit mit der Nuke. Weil ich kriege hier nur 800 ungefähr. Wie viele Nukes muss ich denn werfen, um diese Blöcke abzubauen? Also dann noch eine Nuke. Wow, ja, und dann noch eine Nuke. Ah, jetzt. Und da ist ein Erz. Kann ich das abbauen? Nee, kann ich nicht. Dafür brauche ich den Flammenwerfer, okay. Aber mir fällt was ein. Oh mein Gott. Ich kann doch bestimmt... Ah ja, dann bringen mir ja nur Gems. Egal, ich kann doch jetzt bestimmt die letzte Kiste abbauen. Hier, Crystal Cavern. Gönn mal. Yay. Und wieder ein paar Belohnungen abholen. So, Erfolge. Oh, doch nicht. Lol. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Dann halt wieder Gloomy Besen. Ich glaube, hier ein Gloomy Besen. Bringe ich einfach mal in so ein Loch rein. Bestes Loch. Bestes Loch. Oh mein Gott. Ich bin ins beste Loch der Welt gesprungen. Und jetzt mache ich mein Inventar voll. Ich mache mir jetzt so die Taschen voll. Oh Gott, guckt euch das an. Einfach übrigens so als Faustregel, alles was leuchtet, ist wertvoll. Und hier leuchtet fast alles. Ein bisschen Mehl gönnen. Nein, ich bin ein Loch. Nein. Oh, ich war doch gerade im Himmel. Aber wenn ich jetzt verkaufe, kriege ich 1,5 Millionen. Alles klar, das kann ich mit leben. Dann gehe ich halt nochmal Gloomy Bersen. Gehe ich nochmal in das Loch hier. Nach vorne drücken, damit ich wieder in der Höhle lande. Ja, bin in der Höhle gelandet. Das ist so geil. Dann noch die hier mitnehmen. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, ne? Wir könnten dann auch gleich mal wieder hoch zu dieser einen Kiste. Aber eigentlich brauche ich wieder bessere Pads, um die Kiste dann zu farmen. Es hört einfach nicht auf, egal wie viel ich abbaue. Ich kriege immer mehr. Es ist so schade, dass der Omega Nuke Game Pass so schlecht ist. Und man mit der Omega Nuke einfach nicht mehr abbauen kann ab einer bestimmten Tiefe. Ich hatte so viel Spaß mit der Omega Nuke, aber die bringt einem halt irgendwann nichts mehr. Und die Kiste hier bringt mir 15.000 nichts. Pfff. Ui, alles meins. Ja, und ich glaube, ich bin dann gleich voll. Noch einen Nuke und dann sollte es fertig sein hier. Und bumm, verkaufen, verkaufen. 4 Millionen fürs Verkaufen bekommen. Perfekt. Gehen wir zur Oberfläche. Gehen wir zum Molten Core. Jetzt kriegen wir auch bestimmt was Besseres als nur den blöden Flammenwerfer. Oh, 10 Millionen kostet das. Ja, dann holen wir uns die 10 Millionen. Wie viel kriege ich, wenn ich hier abbaue? Na, ich weiß nicht. Wenn ich hier eine Höhle finde, dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich finde keine Höhle und fall durch, oder? Ja, ich bin durchgefallen. Schade. Naja, dann nochmal nach oben. Dann noch einmal Gloomy Besen. Noch einmal Inventar clearen. Und noch einmal rein in die Loch. Tada! Es ist einfach so das Leben. Währenddessen ein bisschen Mehl abbauen. Und dann den nächsten Nuke schmeißen. Ein bisschen Saphir abbauen. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz im Radius. Also baue ich den Mann selber ab. Ja. Oh mein Gott, was ich freigesprengt habe. Ich muss hier raus, bevor ich nicht mehr rauskomme. Aber ich glaube, ich werfe da die nächste Nuke und ich bleibe hier. Komm, ich buddel mich jetzt hier einfach mit der Nuke nach unten. Kann man nochmal machen. Und ich habe zufälligerweise hier wieder so ein Loch gefunden. Und Mehl gefunden. Wie viel brauchte ich nochmal? 10 Millionen? Er könnte knapp werden, wenn ich jetzt nicht mehr aktiv auf Erze gehe. Oh mein Gott. Vergesst es. Ich habe die nächste Höhle gefunden. Weil die Kisten sehen krasser aus, als sie sind. Aber trotzdem, die nächste Höhle gefunden. Muss jetzt meine Nukes mit Bedacht werfen. Alles zukleistern. Es ist so geil. Leider habe ich keinen Teleport-Game Pass. Werde dieses Loch wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden. Und mein Rucksack ist jetzt voll. Ist die Mine zusammengebrochen? Ey, ich wollte mir gerade was Neues kaufen. Kann ich das jetzt wenigstens hier bei dem Typen machen? Nö, kann ich nicht. Na gut. Wie sieht's mit den Eggs aus? Ist kein Dock dabei. Aber ich kann hier das hier mal öffnen, um weitere Docks zu bekommen. Solange ich nicht unter die 10 falle. Eisgolem wird gelöscht. Und der nächste Eisgolem wird auch gelöscht. Ich will jetzt ein paar weitere Dogs, please. Gönn mal. Und kein Eiskätzchen. Bitte. Komm schon. Eisdoggy, perfekt. Und jetzt nur noch ein weiterer Eisdoggy. Aber wenn ich einen weiteren Eisdoggy kriege, dann bin ich so gut ausgestattet. Ja, perfekt. Okay, nehmen wir wieder auf Items. Diese Hündchen kommen jetzt leider weg. Dann nehme ich mir die Eisdoggies, rüste die aus. Der ist schon Stufe 14, das heißt, uiuiui, das lohnt sich. Und dann gehe ich auf Löschen und lösche einfach die Dinger hier alle. Brauche ich alle nicht mehr. So, dann gehen wir einmal zum Hidden Treasure. Weil man gönnt sich ja sonst nicht im Leben. Gloomy Besen kann ich immer noch nicht machen, oder? 41 Minuten noch, okay. Ich bin hier jetzt schon 3 Stunden. Na, und dann gehen wir zum Molten Core und gönnen uns die Kettensäge. Die Molten Kettensäge. Was sage ich? Die Molten Chainsaw, die geschmolzene Kettensäge. Also das hier bringt mir immer noch nichts. Obwohl, ich kann ja jetzt erstmal die Erze abgraben. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, damit kann man arbeiten. Okay, wie schnell kriege ich mein Inventar damit voll? Ja, ich glaube, mit den Nukes kriege ich es immer noch schneller voll. Mit den Nukes kriege ich es noch schneller voll, ja. Aber ich muss mein Inventar ja nur noch 3-mal voll kriegen. Ich werde gleich nochmal hochgehen zu Gloomy Besen, weil da kriege ich schneller voll mit den Nukes. Ich kann ja eigentlich hier einmal so einen Nuke werfen. Warte,
Achso, das ging jetzt schneller, weil die Nuke hier mitgeholfen hat. Einfach so Nuke-Kettensägen-Abwechslung. Einfach werfen und dann weiterbauen. Dann werfen und dann weiterbauen. Warum gehen wir auf Verkaufen? Lohnt sich nicht. Außer vom Geld her. Vom Geld her lohnt sich schon. Aber Gloomy Bessen lohnt sich von den Blöcken her mehr. Ach ja, stimmt. Hier ist ja jetzt alles wieder frei. Na gut. Aber direkt die nächste Riesenhöhle gefunden. Warum? Ich weiß nicht, der Server ist rigged oder so. Ich laufe jetzt einfach durch. Ich sammle erstmal alles ein und werfe Nukes, wann ich kann. Oh Gott! Okay, ich hole mir die Kiste von da hinten nicht, weil ich bin runtergefallen. Dann hole ich mir die Kiste hier. Und hier werfe ich eine Nuke hin und hole mir die Kiste. Und dann hole ich mir noch die Kiste und werfe hier nur einen Nuke hin. Wie schnell bin ich jetzt mit der Kettensäge? Oh yeah. Mit der Kettensäge bin ich jetzt schneller als mit der Nuke. Na gut, dann mache ich das. Wenn ich was finde, kann ich immer eine Nuke droppen. Hier, ich habe was gefunden. Also droppe ich hier eine Nuke und gehe einfach weiter. Oh, ich habe was Gutes gefunden. Das muss ich aber so mitnehmen. Ich hinterlasse einen Pfad der Verwüstung. Ah, das geht aber so schnell. Es ist so geil. Oh, Mehl. Mehl muss ich mitnehmen. Und die nächste Höhle gefunden. Und das sieht nach einer Jutenhöhle aus. Gönnung. Noch mehr Gönnung. 189.000, alles klar. Das war eine fette Gönnung. 400.000. Was? 500.000? Was ist denn das für eine Gönnerhöhle? Was meint ihr, wie viel kriege ich, wenn ich gleich einen vollen Rucksack verkaufe? Ich sag 3 bis 4 Millionen. Ich kann das gar nicht einschätzen, weil ich habe ja jetzt einen 100.000er Rucksack. Hä, warum ist denn die Nuke da gelandet? Ich habe die hier hingeworfen. Hm, naja. Rucksack voll. Und ich kriege 8,8 Millionen. Stabil. So, ich habe jetzt auch schon 918.000. Das heißt, wenn ich noch einen Rucksack voll habe, dann habe ich die 1 Million Blöcke, die ich brauche, um da hinten hinzugehen. Ventilator gönne ich mir. Und wir gucken einmal Molten Core, ob es noch Besseres gibt als diese Kettensäge, weil die Kettensäge ist mir immer noch nicht gut genug. Nach der Kettensäge wird mir hier nochmal die Nuke angeboten. Und dann für 55 Millionen so ein Laserbohrer. Aber der Laserbohrer, der hat es auch in sich. Ja, vielleicht gönnen wir uns den ja auch. Ja. Aber vielleicht gönnen wir uns den auch nicht, sondern ich buddel mich einfach weiter runter, bis ich gleich die 1 Million Blöcke habe. Kommt, ich mache das auch mal off hier. So, und wir warten einfach, bis ich die 1 Million Blöcke habe und dann zeige ich euch, was ich mache. Ja, wisst ihr, die Leute fragen mich immer, ich habe vollkommen vergessen, was ich sagen wollte. Aber ich bin einfach glücklich, wir sind bald soweit. Ich habe bald die 1 Million. Ich habe bald 1 Million. Noch kein Cent auf der Bank, verdammt, ich bin immer noch blank. 91... 93, 94, 5, 6, jetzt nochmal eine Nuke werfen, 8, 9 und 1 Million. Okay, oh, den holen wir noch mit. Das müssen wir uns aber hier noch gönnen, ne? So, wir gehen auf Verkaufen, kriegen jetzt nochmal 8 Millionen dazu, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann gehe ich an die Oberfläche und jetzt haben wir es geschafft im Leben. Wir sind endlich da. Können uns das Juwelenzauber gönnen. Was wäre denn nützlich? Midas Touch wäre vielleicht geil. Vielleicht auch permanente Schichten. Wir warten ab. Weil ich hole mir erstmal hier einen Spin. Ich habe nur einen Spin. Na gut, den einen Spin gönne ich mir. Dann hole ich mir halt dadurch 2 neue Spins. Oder auch nicht. Ein paar Gems. Na gut. Und die Gems gebe ich direkt hier aus. Weil das schlechteste Pet ist ein patriotischer Doggy. Und ich gucke einmal kurz, wie stark der patriotische Doggy jetzt ist. So, der patriotische Doggy ist sehr viel stärker. Dann hole ich mir noch einen dritten patriotischen Doggy hier. Perfekt. So, vergiss die Eisdoggies. Ich habe jetzt die patriotischen Doggies. Kann die Eisdoggies hier löschen. Pff, wer braucht euch schon? Löschen. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie schnell ich mit den patriotischen Doggies jetzt abbaue. Da gehen wir einmal noch zum Molten Core, wo wir ja vorhin Probleme hatten, richtig abzubauen. Und jetzt... Das rattert durch. Ich werfe eine Nuke hier hin an meinen Diamanten und... Die Nukes werden nicht stärker, aber die Kettensäge jetzt so... Guck mal, wie schnell ich jetzt Blöcke abbauen kann. Ich kann jetzt einfach runter. Es ist so geil. Es ist so geil. Aber das ist immer noch nicht alles. Und die geben mir auch noch einen Verkaufsbonus. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter. Bis mein Inventar voll ist. Ich gehe auf Verkaufen und kriege 150 Millionen dazu. Mit den 150 Millionen gehe ich jetzt zum Shop. Pfuh. Laserbohrer brauche ich nicht. Goldene Schere. Schon eher. Oder so ein Kraftstab vielleicht. Für 350. Ich hole mir erstmal die goldene Schere. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Kristallkatana und Kraftstab sind neu dazugekommen mit dem letzten Update. Ich kann mich aber auch täuschen. Noch 82 Millionen, das reicht doch locker für einen besseren Rucksack hier, ne? Jo, können wir machen. Können wir machen. Mit der Schere? Mit der Schere kann ich jetzt nochmal zur Oberfläche gehen. Pfe. Dann gehen wir zur Unterwelt. Können wir doch locker jetzt auch abbauen hier, so düt. So gönnt man sich. Oh yeah. So, hier werfen wir nochmal einen Nuke hin, weil das lohnt sich. Hier werfen wir auch nochmal einen Nuke hin. Und einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Wisst ihr noch, wie langsam die Anfänge waren? Falls ihr schon wieder vergessen habt, skippt doch mal zurück zum Anfang des Videos. Schaut euch das Video einfach nochmal an. Ihr werdet nicht glauben, wie schlecht ich am Anfang war. Und jetzt so... Ich speede hier jetzt einfach durch. Und Optanium kann ich mitnehmen. Easy.
So, und gleich ist mein Rucksack voll. Und mein Rucksack sagt dann, wenn er gleich voll ist, verkaufen. Plus 320 Millionen. Kann man ja mal machen. Für die 320 Millionen gehen wir nochmal zum Shop und gönnen uns dann nochmal einen Kraftstab. Und mit dem Kraftstab kann ich jetzt noch schneller durchspeeden. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Das ist einfach die fetteste Gönnung aller Zeiten. So, ich gehe jetzt nochmal auf Verkaufen. So, gönn mir jetzt nochmal einen besseren Rucksack. Dankeschön. Und ich würde sagen, eigentlich dauert mir das hier zu lange zu farmen. Wir müssen eigentlich runter zur Crystal Cavern, oder? Weil an sich sind wir jetzt schon durch die Patriotic Doggies. Aber man kann auch mehr erreichen. Man kann auch mehr erreichen. So, richtig durchgespielt hat man das Spiel erst ab 5 Millionen Blöcken. Ich habe 1,4 Millionen, weil ab 5 Millionen Blöcken hat man alles freigeschaltet, was man freischalten muss. Und zwar das Trading. Natürlich können wir noch in die Cyberwelt, aber ich glaube, ich baue hier einfach ein bisschen ab, weil guckt euch mal an. Hier dauert es noch ein bisschen mit dem Abbauen. Und eigentlich dauert mir das zu lange. Was meint ihr? Da müssen wir doch irgendwas machen, ne? Aber was können wir denn dagegen tun, wenn es hier zu lange dauert abzubauen? Habt ihr eine Idee? Schreibt die Idee jetzt mal in die Kommentare. Was könnte ich jetzt noch machen, um jetzt nochmal einen richtigen Schub zu bekommen, um noch schneller zu werden? Und habt ihr es in die Kommentare geschrieben? Was meint ihr? Verzauberung? Ja. Irgendwelche Gem-Dinger da hinten? Juwelenverzauberung? Gibt's ja auch noch. Also ich könnte die Patriotic Doggies fusen, ja. Aber wer will schon so billige Patriotic Doggies? Ich gehe jetzt verkaufen. So, dann zur Oberfläche. Und dann holen wir uns noch ein paar bessere Pets. Wir brauchen schon solche Doggies. Oh, mir fällt gerade ein, wir wollten ja eigentlich hier noch die Dinger öffnen. Komm, wir öffnen die Kisten. Vielleicht kommt da noch was raus. Das machen wir auch noch. Oh nee, ich krieg schon wieder Herzen. Wisst ihr was? Ich werde euch die Kisten nicht zeigen, es sei denn, ich krieg was Gutes. Okay, das war's. Die Skins habe ich bekommen. Naja. Wir gehen jetzt auf die Raumfahrt. Wer braucht schon die Cyberwelt? Wir gehen einfach zum Sommer-Event. Und beim Sommer-Event gibt es jetzt richtige Gönnung. Erstmal hier Event-Challenges. Ja, da muss ich noch ein paar Blöcke farmen. Und guck mal, wir gesellen uns einfach mal zu Conny und öffnen einfach mal diese Eier hier. Was gibt's hier drin? Surfing Doggies. Es gibt Hunde. Zwei Hunde und... Jetzt bitte noch ein dritter. Drei Hunde. Und wie stark sind die Hunde? Was? Nur 410? Nein! Sie haben den Bug gefixt, Leute. Wenn ihr das Video seht, ist er wahrscheinlich schon lange gefixt. Aber am Anfang war es noch verbuggt und die Surfing Doggies hatten 3000 Stärke. Aber sie sind immer noch sehr viel stärker als vorher. Schade, ich habe mich so gefreut. Ich dachte wirklich, die fixen den Bug erst in der Woche. Also, ihr seht das Video in der Woche. Von dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt aufnehme. Ach Mensch, aber ist egal. Weil jetzt können wir noch das Event hier durchspielen. Einfach mal hier so ein bisschen. Oh Gott, das dauert so lange. Als ob das so lange dauert. Aber wenn ich einen davon abbaue, wie viel kriege ich dafür? 11 Millionen, okay. Kann man ja machen. Komm hier eigentlich. Aber Leute, ich würde sagen, ich habe es doch gemacht, oder? Ich habe das Spiel durchgespielt und ich habe dafür nur Hunde verwendet. Hier seht ihr nochmal mein Team. Die patriotischen Doggies, die kommen jetzt in der Tonne. Und meine Surfing Doggies sind direkt Stufe 3 geworden, weil ich einen Block abgebaut habe. Warte, ich baue noch einen ab. So, einen zweiten Block abgebaut und Stufe 4. Nice. Okay, das war's aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr auch gerne Mitglied werden. Bis dann und ciao!